Hallo und herzlich willkommen zum neuen Snacktest auf meinem Kanal. Ich glaube, ich habe ganz kurz schon mal die Lindt-Hello-Kohlen getestet, aber heute testen wir sie ganz, ganz, ganz richtig. Ja, viel Spaß mit dem Unboxing bzw. Snacktest. Ich freue mich extrem darauf, heute die Dinger zu testen. Ja, die sehen schon sehr außergewöhnlich aus. Die kosten zwar 3,99 €, aber ich finde einfach, die sind so lecker. Kann man sich auf jeden Fall mal geben, so leckere Trüffelfellkugeln. Die gibt es übrigens auch in Brezelform, mit Brezelfüllung und auch mit Cookie-Schokoladen-Keks-Füllung. Ja, es gibt drei verschiedene Sorten. Das ist halt Lindt Hello Snack Bites mit Toffifee. Also ist wohl mit flüssigen Toffifee-Geschmack. Ich hoffe mal nicht, ob das zu hart ist, weil ich mag am liebsten flüssigen Karamell mit Toffifee-Geschmack. Ja. Ich bin mal gespannt, wie es so schmeckt. Diese leckeren Kugeln. Ich lese noch mal hier oben ganz kurz vor, was das so ist hier oder was das ist. Die machen ganz cool Werbung eigentlich. Also ich finde die auch ganz gut. Machen coole Werbung auch. Jetzt kann man es wenigstens sehen, aber ich lese mal vor, was drauf steht. Entdecke die Aufregungen. Hello Snack Bites von Lindt. Du wirst nicht genug bekommen von den knusprig butterigen Toffeekernen, umhüllt von leckerer Lindt-Schokolade. Hello Snack Bites, der unwillig stählige knusprige Snack für zu Hause, im Büro oder unterwegs. Nice to go, sweet in the show, in the friends. Ja, hier ist halt knusprige Butterkaramellkugeln mit 30% Schokolade wohl und mit 39%. Ne, mit Butterkaramellkugeln 30% und in Vollmilchschokolade 39%. Alles klar. Ja. Ich liebe auf jeden Fall die Kugeln. Ich kenne die aber noch nicht tatsächlich mit Karamellfüllung. Ich kenne die nur mit Brezelfüllung. Deswegen bin ich jetzt immer ein bisschen mehr gespannt und auch umso sehr gespannt, weil ich habe die schon immer testen wollen. Jetzt habe ich sie endlich mal in meine Hand gedrückt und nicht. Hab mir gedacht, jetzt teste ich sie mit euch. Let's go, genau. Wir packen sie aus. Müssen wir diesmal so machen, ganz kurz, aber nur wegen der Verpackung, kein Problem. Nur ganz kurz. Ja. Wir machen das so auf einfach. Da. Hier ist auch so ein Riss dann. Nein, shit. Jetzt habe ich es bei you. Genau, ja. Zack. Ich bin sehr gespannt, wie die schmecken. Und ja. Oh Gott, das geht so schwer auf, ne? Also. Man braucht schon Kraft. So sehen die aus von innen. Sehr lecker.